Hallo. Wie alt bist du eigentlich wirklich? Biologisch gesehen gibt es da verschiedene Antworten. Genau genommen sind zum Beispiel die Zellen deiner Muskeln 15 Jahre alt, deine Knochen etwa 10 und deine Hautzellen wurden erst vor 2 Wochen gebildet. Gehirn, Herz und Augen hingegen entsprechen dem Alter auf deinem Pass. Das ist möglich mit Hilfe der Stammzellen. Die Regeneration, also das Ersetzen alter Körperzellen, birgt natürlich viele Träume in der Forschung. Um Risiken und Nutzen der Stammzellforschung geht es in diesem Video. Du wirst Stammzelltypen und die Gefahren und Chancen der In-vitro-Fertilisation, von Transplantaten, des therapeutischen Klons und der iPS-Zellen kennenlernen. Beginnen wir mit einer kurzen Übersicht über die verschiedenen Stammzelltypen. Da wären die embryonalen Stammzellen, sogenannte totipotente Zellen. Sie können einen vollständigen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.